Heute wird im Max-Eicher-Stadion nicht nur das Jubiläum der Fraternité Violette gefeiert. 15 Jahre, alles Gute an dieser Stelle. Nein, heute gibt's das Zeugnis. Heute wissen wir, wo wir in der Endabrechnung landen. Da werden die Noten für die Saison vergeben. Und wir finden auch heraus, ob die Mathematik-Einlage von Christian Scheider 4x3 ist 12 mit Bezug auf die letzten vier Spiele, ob die tatsächlich richtig ist. Der Austria legt gleich voll los, geht nach vorne, Flo Wiedel bricht hier durch, wird zu Fall gebracht, gibt einen Freistoß. Marco Hödl bringt den Ball herein, gefährlich! Gleich zu Beginn die erste Möglichkeit für die Violetten und die kennen nur eine Richtung, die in Richtung des Tors von Telfs. Das honoriert auch das Publikum. 1250 Fans sind ins Max-Eicher-Stadion gekommen. Der Telfs hat mit den Violetten zu Beginn seine liebe Not. Hier zum Beispiel wird in letzter Sekunde gerettet vor Melvis Memic. Einwurf. Hödl im Strafraum, da wird er zu Fall gebracht. Elfer oder nicht? Naja, das kann man schon geben. Schiedsrichter Alexander Lappi ist allerdings anderer Ansicht. Sei es drum, weiter. Weiter geht's nach vorne. Berto Gruber in die Spitze auf Memic. Sein Ball streicht aber unberührt durch den 5-Meter-Raum. Telfs einmal mit einem Vorstoß über die linke Seite. Aber überhaupt kein Problem für Kallmann im Austria-Tor. Und schon wieder der Pass nach vorne. Ah ja, rustikales Einsteigen. Hödl versteht hier die Welt nicht mehr. Und Berto Gruber, der liegt auch. Ja, generell ist zu beobachten, dass der Austria mit dem Schiedsrichter nicht so ganz einverstanden ist. Da gibt es viel Redebedarf. Bisschen wie in der Schule mit den Lehrern. Aber so wirklich viel bringt das nichts. Wir kennen das. Ja, dieser Mann, der hier diskutiert, der ist selbst Lehrer im Zivilberuf. René Zier. Hartes Einsteigen gegen Florian Wiedel. Der hätte hier gern eine gelbe Karte für seinen Gegenspieler. Keine Chance, sagt der Schiri. Und ein Helfer hat sich bei dieser Aktion verletzt. Das war nicht der Übeltäter. Der Tiroler muss trotzdem ausgewechselt werden. Und jetzt gibt's gelb und es trifft einen Violetten. Kommt's runter. Einfach ruhig spielen, sagt der Schiri. Ja, gute Möglichkeit eigentlich, aber da haben sie zu wenig draus gemacht, unsere Sportfreunde aus Telfs. Marinko Sorda mit einem Energieanfall liefert heute wieder eine gute Partie ab. Kreinz in die Spitze, aber zu steil für Marco Hödl. Ja, immer wieder Möglichkeiten, so wie hier durch Kreinz. Aber das Tor, das will der Austria nicht gelingen. Eckball. Rausverlängert. Ja, dann machen wir das eben gleich nochmal. Eckball von der anderen Seite. Per Kopf geklärt. Ball landet bei Kreinz. Und der Ball landet im Tor. 42. Minute. 1:0. Durch den Kapitän. 1:0. Durch Manuel Kreinz. Endlich der Führungstreffer für die Violetten. Da gibt es im Hintergrund gelb für den Tiroler Torhüter wegen Kritik. Und weiter geht's. Allerdings in die andere Richtung. Ballverlust. Und dann steht ein Tiroler vor Kallmann, umkurvt den Ball im Netz, aber schon abgepfiffen, abseits. Und so ehrlich muss man sein, das war keines, das ahnen auch die mitgereisten Tiroler Schlachtenbummler.
Ja, was die Tiroler können, das können wir schon lange, denkt sich Umberto Gruber. Aber wunderschöne Fußabwehr vom Tiroler Keeper. Es bleibt beim 1:0. Ja, Schulterwurf oder nicht, sei es drum. Halbzeitpause, verdiente 1:0 Führung für die Salzburger Austria. Wirklich heiß heute in Max Glahn. Deswegen kommt auch der Rasensprenger nochmal zum Einsatz. Sobald der im Boden verschwunden ist, können wir hier weitermachen. Auf geht's, 45 Minuten noch. Und gleich mal zu Beginn, große Möglichkeit. Hödel hier nur einen Schritt zu spät. Wiedel war es mit dem Distanzschuss. Und vor Wiedel sind wir auch hier in Aktion. Hat sich ganz hinten den Ball geschnappt, marschiert. Links ist Mimic frei. Aber der Pass von Wiedel, der bleibt hängen. Aber schon wieder der Ball bei den Violetten. Trikuja hat ihn erobert. Ist auch schon im Strafraum. Ah, Distanzschuss. Und einer ist da liegen geblieben, nämlich Kapitän und Torschütze Kreinz. Heftiger Zusammenprall. Da hat sogar der Stutzen dran glauben müssen. Schuss von Telfs, nicht wirklich gefährlich, aber Kallmann, der ist fuchsteufelswild, treibt seine Mannschaft nach vorne. Rachmanovic, abgeblockt, Schuss von Gruber, Tor! 2:0 für die Salzburger Austria, Torschütze mit der Nummer 23, Umberto Gruber. Vergangene Woche noch per Elfmeter erfolgreich, trifft er jetzt aus dem Spiel. Vorentscheidung wahrscheinlich schon in dieser Partie. Ja, und da übergeben wir mal das Wort an unseren Stadionsprecher Alex Hütter. 52. Spielminute, Tor für die Salzburger Austria, Torschütze Jägermann, der uns heute nach seinem 110. Pflichtspiel verlassen wird. Mitte Nummer 23, Umberto! 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 Ja, man hat's gehört, Umberto Gruber verlässt die Austria. Ihn zieht's in Richtung Oberösterreich und Kreinz zieht's in Richtung Tiroler Tor. Allerdings gut abgewehrt vom Tiroler Keeper. Und jetzt geht Kreinz zu Boden, aber schnell abgespielt. Es wird hier mit Haken und Ösen gekämpft. Die Tiroler haben die Partie längst nicht aufgegeben. Und manchmal werden Situationen auch wirklich schön spielerisch gelöst. So wie hier vorher von Matthias Theiner. Ball auf Hödel. Latte. Rachmanovic. Nein. Den Ball so knapp vor dem Tor nicht unterzubringen. Ja, das ist fast schon Kunst. Allerdings keine. Nach dem Geschmack unseres jungen Stürmers. Sei es drum, weiter geht's. Kogler, auch der hat was mit Schule zu tun. Hat zuletzt wegen der Matura-Vorbereitung gefehlt. An Spritzigkeit hat er jedenfalls nicht eingebüßt. Ja, gute Haltungsnoten hier beim Bodenturnen. Schöner wäre es allerdings, wenn wir richtig Fußball spielen könnten. Wiedel wird am Trikot zurückgerissen. Gar keine Diskussion. Dafür gibt's einen gelben Karton. Ja, so ganz haben die Tiroler das noch nicht aufgegeben. Austria hat mittlerweile gewechselt, bis auf den Ersatztorhüter. Komplette Ersatzbank reingebracht. Beispiel Mirza Bosniakovic hier mit einer Balleroberung. Raus auf Ramon Hoffmann. Der sieht Dean Rachmanovic. Und Dean ist auf und davon. Und der Ball ist im Tor. 92. Minute. 3:0. Deckel drauf. Case closed. Die Austria gewinnt dieses letzte Saisonspiel. So viel kann man schon mal sagen. Ja, irgendwie
schaut Rachmanowitsch nicht aus, als wäre er so richtig glücklich. Ganz egal, versöhnlicher Saisonabschluss. Eier und Freude kommt auf, als dann der Assistgeber endlich da ist. Schönes Abschiedsgeschenk von Ramon Hoffmann. Auch er wird die Austria ja verlassen. Kurz darauf ist Schluss. Die Austria landet im Endklassement auf Rang 3. Befriedigend, könnte man sagen, gilt auch für die gesamte Saison. Schwach begonnen, dann deutlich gesteigert. Weil letztes Mal noch der Weg in Richtung Kurve. Spieler gehen dann nochmal zu den Fans abklatschen und einer, nämlich Umberto Gruber, der geht sogar noch ein Stockwerk weiter rauf aufs Vorsängerpodest, verabschiedet sich persönlich von der Kurve. Ja, danke Ramon Hoffmann, danke Philipp Landauer, danke Mirza Bosniakovic. Danke auch an Melvis Memic. Danke an Thomas Gastager. Und auch danke an Umberto Gruber. Jungs, danke für euren Einsatz im violetten Trikot. Wir sehen uns sicher mal in Max Klan. Bei mir steht der Kapitän. Gleich die Frage. Was für eine Schulnote würdest du der abgelaufenen Meisterschaft geben? Ja, wir sind am dritten Platz. Leider haben wir den Landesmeistertitel nicht mehr holen können. Das war jetzt das kleine Ziel noch. Ich würde sagen, aufgrund der schlechten Anfangsphase, aber dann souveränen Endphase würde uns 2- geben, weil ja, ich hätte mir schon ein bisschen mehr erwartet natürlich, aber ja. Zum Schluss raus sind wir dann aufgetaut und Gott sei Dank kann man noch ein bisschen was rausholen können. Jetzt läuft es gerade am Ende so gut, nicht nur als Gesamtmannschaft, sondern auch bei dir, heute wieder ein Tor. Ist das jetzt schade, dass wir in die Sommerpause gehen oder freust du dich, dass die relativ kurz ist? Ja, ich freue mich schon, dass es relativ kurz ist. Und natürlich waren wir jetzt in Fahrt gewesen und wäre es cool gewesen, wenn wir weitergespielt hätten, weil wenn man in so einem Lauf drinnen ist, möchte man nicht gern in die Pause gehen. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir den Wind jetzt mitnehmen können und für nächste Saison voll angreifen können. Ja, letzte Woche wärst du auch schon ein potenzieller Interviewpartner gewesen. Beim 7:1 ja auch ein Tor erzielt. Heute wieder. Und diesmal kein Elfmeter-Tor, sondern ein unter Anführungszeichen echtes. Schönes Abschiedsgeschenk. Ja, extrem. Extrem. Ja, ich meine, die ersten zwei Spiele im Frühjahr habe ich Innenverteidiger angefangen wie im Herbst. Und jetzt hat mir der Coach eins weiter vorgestellt. Und ja, ich wollte unbedingt, ich bin eigentlich normal nicht so der Goalgetter, aber ich wollte jetzt unbedingt noch in die letzten Spiele Gas geben, wo es dann tatsächlich auch klar war, dass ich schweren Herzens den Verein verlassen werde. Ja, unbedingt noch ein Tor machen und dass jetzt zwei gelungen sind. Echt cool. Und natürlich, dass zwei Siege jetzt noch ausgeschaut haben, noch besser. Ich habe das den Kapitän gerade schon gefragt. Welche Schulnote würdest du der abgelaufenen Meisterschaft geben? Schwierig. Ich denke, wir haben nicht so leichte Vorbereitung gehabt. Und ja, die zwei Unentschieden zu Anfang waren vielleicht ein bisschen unverdient. Aber kann man sagen, okay, nimmt man vielleicht daheim mit, auch wenn es bitter war. Und dann haben wir einige Ausfälle gehabt, womit wir vielleicht nicht so gut umgegangen sind und ja, sind dann in einen Abwärtsstrudel reingekommen, aber ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Sind dann alle zurückgekommen und wir haben uns da gefangen und dann, dass man die letzten vier Spiele, glaube ich, auch eindrucksvoll so gewinnt, ist schon top. Du verlässt uns schweren Herzens Richtung Oberösterreich, schweren Herzens auf beiden Seiten. Trotzdem alles Gute für einen neuen Anfang und ich hoffe, wir sehen dich ab und an in Max Klan. Auf alle Fälle. Ich meine, wie es jetzt
abschließend schon gesagt habe bei der Verabschiedung. Ich bin da als Spieler gewachsen. Ich habe da die längsten Jahre in meiner Fußballkarriere gespielt. Ich bin als junger Spieler gekommen und verlasse die Austria jetzt schweren Herzens als gestandener Spieler. Und ich komme sicherlich als Fan zurück, weil die Austria ist auf alle Fälle im Herzen. Und so alt bin ich ja nicht. Jetzt gibt es ein neues Abenteuer, auf das ich mich schon frei. Und wer weiß, was in den nächsten Jahren noch passiert. Und ich glaube, mit 30 oder über 30 kann man auch noch gut kicken. Und schauen wir mal. Danke. Danke. Macht's gut, alles gut. Christian Scheider, quasi Abschlussinterview. Welche Schulnote würdest du der abgelaufenen Meisterschaft geben? Das bin ich vorher schon gefragt worden. Ich glaube, im Herbst haben wir eine gute Herbstsaison gespielt. Ich glaube, der Platzierung auch geschuldet die Note 2, weil wir doch dann auch den einen oder anderen Hänger gehabt haben. Und das Frühjahr, glaube ich, muss man in zwei Teile sehen. Die Anfangszeit war mit Sicherheit die Note 5 und der Schluss, die letzten vier Spiele, war Note 1. Also summa summarum gebe ich uns fürs Frühjahr Note 3. Wobei ich sagen muss, es war eine sehr lange Saison, eine sehr anstrengende Saison mit vielen Unwegsamkeiten, was die Verletzungen auch betreffen. Aber wir haben uns, denke ich, als Mannschaft gefunden. Die Mannschaft war top, menschlich. Und nur so kannst du dann auch die vier Spiele so gestalten, wie wir die letzten vier Spiele gestaltet haben. Jetzt hast du, wir haben gerade über Schulnoten gesprochen, jetzt hast du auch eine verwegene Rechnung aufgestellt. Ja. Mit vier Siegen zum Ende. Warst du da sicher, dass das geht? Oder hast du nur gehofft? Ja, ich glaube immer an meine Mannschaft. Also wir haben was zum Gutmachen gehabt und wir wollten eigentlich in Schwarz schon damit anfangen, wo wir leider 1-0 verloren haben und Tenor aus der Mannschaft war einfach, wir haben jetzt nur vier Spiele und in die vier Spiele möchten wir alles raushaben, was möglich ist und dann muss man einmal gewagte Rechnungen aufstellen. Aber für mich war klar, wenn wir ins Fußballspielen kommen und vor allen Dingen, wenn wir dann auch noch die Heimspiele haben, dass wir die Punkte holen können. Und die Mannschaft hat mich nicht enttäuscht. Jetzt haben wir eine relativ kurze Sommerpause. Ja. Bist du mit dem Kopf schon in der nächsten Saison oder gibt es jetzt auch bei dir einmal eine Pause? Ja, eigentlich bin ich immer in der nächsten Saison, schon seit März im Endeffekt. Wir haben ja erheblich viele Gespräche geführt mit den eigenen Spielern, mit Spielern, die was vielleicht zu uns kommen. Aber ich habe mir jetzt selber mal zwei Wochen Pause verpasst, nicht nur von der Arbeit, sondern auch vom Fußball. Das meiste ist getan. Die Spieler, die was da bleiben, stehen unter Vertrag. Wir haben 5 Spieler verpflichtet, 6 verlassen uns und vielleicht kommt noch einer dazu, aber das muss man diese Woche abwarten. Aber der Großteil der Arbeit ist getan und jetzt kann ich mir mal 1,5 Wochen ein bisschen zurücklehnen. Dann wünschen wir dir gute Erholung. Dankeschön. Danke.